Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Binding of Isaac Rebirth. Falscher Spielstand, bla. Neuer Run. Ich würde sagen, wir widmen uns mal wieder einem anderen Charakter. Ich habe Lust auf Blue Baby. Mal schauen, wo wir da landen. Moment bitte. So. Wir starten direkt auf einem XL-Floor, okay. Na, schreiben wir uns erstmal den Seed auf. Das ist SAW7. H8B4. SAW7, H8B4. Yep. So. Schauen wir mal rein. Nicht vergessen, für Poop einzutragen, der Vollständigkeit halber. Und dann noch als kleines, kurzes Vorwort. Wenn mit den Audio-Leveln irgendwas nicht stimmt. Meine Aufnahmesoftware hat ein Update bekommen heute. Und dummerweise hat das irgendwie ein bisschen, ouch, dengert, meine Einstellungen gefressen. Also wenn da irgendwas nicht stimmt, ich habe es zwar so gut eingestellt wie möglich, nur falls es doch irgendwas gefressen hat, in der nächsten Folge sollte es dann stimmen. Wollte ich jetzt nur mal schnell klarstellen. So, kämpfen wir erstmal gegen Gluttony. Tschüss, Gluttony. Teaser, kommen wir eh nicht dran. Schauen wir mal, goldene Truhe, kommen wir auch nicht dran. Das heißt, unsere Item Rooms müssen irgendwo hier unten sein. Und ja, da sind sie auch schon. Erster Item Room, Luckfoot. Nice. Das ist ein Luck-Up. Außerdem können Pillen nur noch gut oder neutral sein. Jetzt bin ich mal noch gespannt, was wir im zweiten Item Room finden. Doctor's Remote. Reusable Airstrike. Ist zwar nicht optimal, aber immerhin besser als The Poop. Ja, dang it. Da habe ich gerade einen kleinen Fehler bei der Distanzeinschätzung gemacht. Okay, das war der erste, der zweite, der dritte und der vierte. Und wir bekommen 5 Cent. Hey, hey. So, dann wie immer zum Standard, bla bla. Als Blue Baby starten wir mit 3 Spirit Hudson und The Poop. Ist in der Hinsicht ganz interessant, weil wir ansonsten keine roten Herzen bekommen können, sondern nur Spirit Hudson. Wenn wir HP Upgrades einsacken, werden die zu... Oh, nice. Petrified Poop. Werden die zu einem Äquivalent an Spirit Hudson. Also ein stinknormales Einherz. HP Upgrade wird zu einem Spirit Herz. Upp, dang it. Raw Liver wird zu 2 Spirit Herzen. Dann Black Lotus, was wir, glaube ich, auch schon mal gesehen hatten. Bin mir jetzt nicht sicher, wo. Ich glaube, irgendwo in einem Stream oder so. Okay. Ich stelle mich auf jeden Fall schon mal ziemlich bescheuert an, die Runde. Naja. Schauen wir mal, was passiert. Erste Pille. Health up. Nice. Ein Spirit Herz. Vielen Dank. Muchas gracias. Das war knapp, blöder Puter. Aber glücklicherweise war es nur knapp und nicht wirklich ein Treffer. Ja, dann wäre das auch noch geschafft. Ansonsten, Blue Baby, ja. Wir haben eine permanente Deal-Chance. Deals kosten immer nur Spirit Herzen, weil wir ja keine roten Herzen bekommen können. Und okay, das ist mir den Airstrike wert. Ja. Wenn möglich, würde ich gerne erst noch diese Spinne ausschalten. Okay, geschafft. Dang it! Ansonsten, ja, Blue Baby ist halt Blue Baby. Was soll ich dazu noch großartig sagen? Ja, ach ja, Petrified Poop. Wir haben eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass wir, goddammit, gegen The Horn kämpfen. Also, nein, das hat jetzt nichts mit Petrified Poop zu tun. Petrified Poop gibt uns eine höhere Chance, dass wir aus Häufchen Drops bekommen. God darn it. Na, geht doch, okay. Müssen wir nur noch Horn platt machen. Brimstone? Nein, normales Feuer. Normales Feuer. Yep, Brimstone. Na, komm. Okay.
Oh, ich muss jetzt gerade nur sehr vorsichtig handeln, weil wir sonst vermutlich sterben. Okay, nochmal Brimstone. Nochmal Brimstone. Little Haunt ist jetzt ungefähr halbtot. Wir sollten es also ungefähr noch hinkriegen. Na, Mist. So, und der nächste Treffer wäre Sudden Death. Okay. Nochmal Brimstone. Ausweichen, ausweichen. Okay, Little Horn wäre besiegt. Meat. Damage und HP Upgrade. Das ist schon mal schön. Meat gefällt mir. Meat bedeutet für uns, dass wir einerseits ein bisschen mehr Survivability haben wegen dem HP Upgrade, andererseits auch mehr Damage. Und unser zweiter Boss ist Pin. Das sollten wir hinkriegen. Hüp. Ja. Okay. Und gleich haben wir Pin erledigt. Ja, tschüss Pin. Und, okay, Screw. Tears und Shot Speed. Ja. Und auch gleich noch einen Deal. In Before Krampus. Nicht Krampus, aber leider auch nichts, was wir irgendwie gebrauchen oder uns leisten könnten. Und dann sind wir hier soweit eigentlich fertig. Jupp. Auf den nächsten Floor. Oh, Catacombs 1. Caves 1, okay. Curse Room könnte es wert sein. Ist es wert? Zwei schwarze Herzen. Sehr gut. Alter. Ich hasse diese Viecher. Aber okay, dann haben wir hier. Fun Times. Ja. Ich bin heute irgendwie nicht ganz so super drauf, aber heute war auch irgendwie ein seltsamer Tag. Ich bin von O4-Stunden ab rausgeschaut, habe mich gefragt, wie lange ich geschlafen habe. Denn es hat irgendwie ein bisschen sehr geschneit. Mist. War ich zu blöd zum Ausweichen. Na, goldene Truhe ist es mir nicht wert. 15 Cent und zwei Schlüssel heißt, wir gehen auf jeden Fall den Shop besuchen. Wenn ich den Raum hier überlebe zumindest. Okay. Sieht gut aus. Okay, stirb. Stirb, stirb, stirb. Oh, rote Herzen sind uns relativ schnuppe. Immer dran denken, Häufchen zerschießen, weil Petrified Poop. Okay. Item Room. Rosary. Faith Up. Spirit Herzen und die Bibel ist irgendwie 7-mal im Shoppool. New. Das macht den Shop jetzt zwar irgendwie ein bisschen sehr irrelevant, aber... Okay, hier hatte ich jetzt leider gerade keine andere Möglichkeit, als den Treffer einzustecken. Wenn ich mich jetzt so auf dem Lebenslevel halten könnte, wäre ich sehr zufrieden. Schauen wir mal. Erstmal sehe ich hier einen Tinted Rock. Mit zwei Bomben. Schade. Ich hatte auf Spirit Herzen gehofft. Oder sogar den Small Rock. Dann gibt es hier noch ein Spirit Herz. Und dann können wir langsam mal wieder anfangen, hier Geld einzuzahlen. Okay, du bist auch schon wieder gesperrt. Dann latschen wir mal weiter nach hier links. Anuswolken. Anuswolke 1. Und Anuswolke 2. Noch eine Bombe. Also an Bomben mangelt es uns jetzt wirklich nicht. Und dann dümpeln wir mal hier rauf. Mist. Mist. Nicht schnell genug ausgewichen. Das war das erste Turret. Okay. Verflucht noch eins. Ich hasse Curse of Darkness Floors.
Okay, jetzt fehlt noch er hier. Komm. Komm. Bombsar Key. Könnte schlimmer sein. Na, geht doch. Okay. Halbes rotes Herz. Wuhu. Weil es so schön war, gerade denselben Raum nochmal. So ungefähr. Ja, na komm. Na komm, Turret. Plopp auf. Jo. Der Run ist bis jetzt nicht ganz so prickelnd, wenn ich ganz ehrlich bin. Itemtechnisch. Und was meinen Spielen angeht, auch nicht so besonders supi. Aber okay. Wir werden ja gleich sehen, wo wir dabei landen. Aber wie viele Treffer brauchst du noch, ey? Okay, Truhe. Noch eine Pille. Health down. Hematemesis, oder wie auch immer das ausgesprochen wird, bringt uns relativ wenig, weil wir keine roten Herzen haben. Dann können wir mit den roten Herzen nichts anfangen. Ja. Noch eine Truhe. Bomben, Kleingeld, Schlüssel. Unsere Spacebar-Bombe ist wieder einsatzbereit. Okay. Diesmal habe ich damit gerechnet, dass er hier runtergesprintet kommt. Und ich war mir sehr sicher, dass ich ihn erledigen kann, bevor er uns trifft. Hüpp. Okay. So, Quizfrage. Hier wäre vermutlich der Secret Room. Mit 6 Cent, okay. Bringt uns herzlich wenig. Tinted Rocks, sehe ich auch keinen. Ich sollte vielleicht einfach mal die Lampe da oben ausschalten. Okay. Dann haben wir jetzt nicht mehr viel Optionen und kämpfen gegen Gertie. Upp, rote Nubbins. Okay, Pooter. Dang it! Piss auf. Dann machen wir doch mal schnell ein bisschen Gertie platt. Mist! Ich hab's schon wieder vergeigt auszuweichen, wie immer. Gertie ist so ungefähr halbtot. Das war ausgesprochen knapp. Ah, Gertie spawnt natürlich gleich wieder mehr Nubbins. Die ich leider streckenweise ausschalten muss, weil die mich sonst erwischen. Ja, gleich haben wir Gertie. Oh, und ich bin genau reingelaufen, ich Depp. Oh Mann. Okay, weißt du was? Reset. Wenn es so schön war. So. Curse of the Maze. Soweit kommt's noch. Komm, gib uns mal einen vernünftigen ersten Floor. Nein. Nein. Normaler erster Floor. Sehr gut, okay. Dann. Blue Baby, Hard. Was ist unser C? Q6DEELG6. Q6DEELG6. Ja. Okay. Starten wir doch direkt mal. Ballern wir Poop rein. Resume in Game. The Binding of Trollzack. Nicht mit dem als erstem Item, ganz ehrlich. Ganz einfacher Grund, Little Chat bringt uns Zero. Falls ihr nicht versteht warum, denkt mal ganz stark drüber nach. Da wir keine roten Herzen haben, bringt uns auch ein Familiar der rote Herzen Drop nicht viel. Also, weil es so schön war, gerade nochmal. PQER 4ZH9. So, und dann düsen wir hier rüber. Hey, ein Eyeblob, ein Tinted Rock und der Item Room. Item Room, Hype, toll, Speed Upgrade. Ganz ehrlich, naja, was soll's. Es ist zumindest
irgendwas, womit ich was machen kann. Schauen wir mal. Vielleicht finden wir noch eine Bombe und bekommen aus dem Tintrock den Small Rock. Da ist schon wieder Gluttony. Ja. Und da war Gluttony weg. Mehr rote Herzen. HP Upgrade wäre zwar schön gewesen, aber nichts, was ich dagegen tun kann. Guck mal, noch mehr Tinted Rocks. Ich sehe es kommen. Es gibt keine einzige Bombe hier in dem Run. Ich habe schon wieder Schaden genommen. Ganz toll. Ja, nur mehr rote Herzen. Ich sag doch, The Binding of Troll. Versuchen wir mal, die Fettis hier auszuschalten. Und Fettis mit ihrem komischen Furz-Knockback. Dann haben wir hier noch ein paar Hopper. Hopper 1. Walker. Ich bin mir relativ sicher, der graue Hopper ist einer von der Sorte, der explodiert. Ich möchte also... Okay, das war ein Schlüsselhopper, kein Explosiv-Bomben-Viech-Hopper. Ja, lass mich raten, natürlich, keine Endraum-Drops. Und unser Boss ist Monstro. Hi, Monstro. Dang it, wieder mal genau reingelaufen. Sehr schön, klasse, Alex. Jetzt habe ich schon Speed Upgrade und müsste besser seinem ausweichen, aber nein, ich vergeig's trotzdem. Naja, schauen wir mal. Wie ihr übrigens hören könnt, mit meiner Erkältung ist es bedeutend besser geworden. Ja, dann killen wir mal Monstro endlich hoffentlich bald. Okay, ein bisschen in die Gegend rotzen. Nochmal High Jump. Tschüss, Monstro. Range Upgrade. Ganz toll. Also, falls ihr es nicht mitbekommen habt, ein ironisches ganz toll. So, und jetzt fehlen uns noch zwei oder mehr Räume. Ich habe ja immer noch nicht die Hoffnung aufgegeben auf Bomben. Upp. Upp. Okay. Das war der schwierigste Teil. Noch ein Schlüssel. Leider keine Bomben. Mau 1. Okay, Mau 2. Mit meinem Timing ist es heute nicht allzu weit her. Ich versuche einfach mal die andere Seite. Hey, geht doch. Naja. Noch ein Schlüssel. Warum? Warum, Isaac? Ah, Mann. Naja. Bomben? Auf jeden Fall Mord und Totschlag schon mal hier. Nachdem die Hives hier so nett waren, die ersten zwei zumindest, und ouch, sich selbst gekillt haben. Ich bin schon wieder in derselben Situation wie vorher. Okay, unsere erste Pille. Amnesia. Langsam bin ich's echt leid, Isaac. Getting real tired of your shit. Es ist doch ohne Worte. Oh Mann. Rainbow Poop. Hey, Rainbow Poop. Woo. Ganz toll. Yeah. Mann. Schlüssel und ein Cent. Petrified Poop, wie immer. Wenn ich dann sowieso dabei bin. Ein Eternal Heart. Naja. Gucken, ob hier noch was drin ist. Rotes Herz, whoop-di-doo. Nicht eine einzige Bombe. Ich bin ja mal radikal beeindruckt. Aber wirklich nicht eine. Eine ganze Armada von Tinted Rocks. Nicht eine Bombe. Naja. Mal gucken, was passiert. Basement 2. Cellar 2 natürlich. Und Curse of the Unknown. Woo. Isaac haut mir heute wirklich alles
zwischen die Füße, was er hat. Ja, zerstören wir mal schnell die Häufchen. Soweit ich informiert bin, haben wir aktuell 1,5 Spirit-Herzen. Mal gucken, was finden wir hier so. Ja, das war mir klar, dass der Fortune-Teller direkt wieder trollen muss. Hm, okay. Dann gab es auch hier nichts Interessantes. Doppelt verschlossener Raum und Mullibums. Nope. Okay. Okay. Das haben wir ja doch noch überlebt. Pille. Dann gucken wir mal rein, was finden wir hier so? Ein Reroll Room. 3, was war denn die 3? Ah, rerollt alle Pickups auf dem Floor. Alles klar. In glücklicher Weise. Goldene Truhe, okay. Natürlich. Jetzt kriege ich auch Bomben. Glücklicherweise. Irgendwas, womit man mal arbeiten konnte. Leider kein Character Reroll. Aber gut, man kann ja nicht alles haben. Okay, Binnen en masse. Okay. Fehlt noch die eine XXL-Spinne. Ja. Und unser Item-Room ist Pyromaniac. Das würde mich jetzt durchaus mal interessieren, ob Pyromaniac funktioniert. Mit Blue Baby. Yep. Stück zurück. Denn Pyromaniac heilt uns, wenn wir in Explosionen geraten. Yep. Einziges Problem, das kann ich jetzt hier aktuell nicht ausprobieren. Das werden wir aber gleich feststellen. Sobald ich von dem Floor runter bin, kann ich das testen, denn dann sehen wir unser Leben wieder. Whoop. XXL-Spinnen sind heute recht aggressiv. Na, wobei, die Gegner in Isaac heute sind generell recht aggressiv. Hey. Okay. Dich platt. Dich platt. Dich. Ja. Okay, der Shop ist uns relativ schnubbel. Ja. Schnell die Feuer löschen, mal gucken, vielleicht finden wir irgendwas Cooles. Gehe ich zwar mal nicht von aus, weil Isaac. Aber man weiß ja nie. Hier war auch nichts drin. Und unser Boss ist die Widow. Wird ja immer besser. Okay. Direkt mal schon mal im Voraus drauf konzentrieren, da die Häufchen zu killen. Hopp. Ja, okay. Widow ist annähernd tot. Okay, Udo ist tot. Jetzt ist noch an der Zeit, die Nubbins zu töten. Nubbins sind tot. Meat, mal wieder. Okay. Schauen, was der Deal so anzubieten hat. Das ist das Necronomicon, wenn ich mich nicht täusche. Nicht eminent interessiert. Und dann sind wir hier auf dem Floor auch schon fast fertig. Ich sehe zwei vermutliche Locations für den Secret Room. Eine wäre hier. Und die andere wäre hier. Hallo, Secret Room. Mr. Mega, Blast Damage. Unsere Bomben verursachen mehr Schaden. Ich glaube 80 pro Explosion. Bin mir jetzt aber nicht ganz sicher. So, und jetzt auf dem nächsten Floor testen wir das gleich mal mit Pyromaniac als Blue Baby. Schauen wir mal, wir können unser Leben sehen. Wir können unser Leben sehen. Natürlich funktioniert es nicht. Wie könnte es auch anders sein? Wir können unsere Map nicht sehen. Wie könnte es auch anders sein? Aber was wir sehen, ist, dass wir da einen Tinted Rock haben. Ne? Er verursacht aber leider noch Kontaktschaden. Schade. Fette Beute. Zwei Spirit-Herzen und eine Bombe. Yep. Jetzt hatte ich mich hier gerade fast selbst ein bisschen sehr in die Bredouille rangiert. Lief aber doch noch ganz gut. Zwei Schlüssel. Mit denen können wir theoretisch die zwei goldenen Truhen in der Boss-Trap öffnen. Ich meine, natürlich können wir es auch lassen.
Aber der Gedanke wäre da, Ninja-Spinnen, die Mistviecher mit den Homing-Tiers. Okay, noch ein Cent, noch ein Häufchen. Ich weiß, ich vernachlässige das immer sehr mit den Häufchen. Globins und noch ein Tinted Rock. Goldene Truhe, wie könnte es auch anders sein? Ja. Okay, goldene Truhe ist Flatworm. Blub, blub. Kein Interesse. Um das Ganze noch ein bisschen abzurunden, haben wir natürlich auch noch ein paar Keeper. Whoop. Ja. Stirb Keeper. Ein weiterer Schlüssel. Hey, hey. Oh. Jetzt wäre so langsam der Item Room mal relevant. Es ist und bleibt spannend. Mehr rote Herzen. Erzwürmer. Ja. Ja, okay. Lucky Rock. Ich würde eher den nehmen als Petrified Poop. Denn ich bin mir zwar nicht hundertprozentig sicher, glaube aber, dass das auch unsere Chance auf Whoop. Okay, das hier ist echt tricky. Ganz ehrlich. Nein! Da waren Häufchen verflucht. Denn, wie gesagt, ich bin mir recht sicher, dass das unsere Chance auf Sachen unter Steinen erhöht. Zum einen bekommen wir für jeden zerstörten Stein einen Cent. Zum anderen glaube ich, dass wir dadurch auch höhere Chancen auf Retro Rooms und Black Markets haben. Stirb, letzter Nubbin. Okay, Raum überstanden. Item Room. Experimental Treatment, why not? Was soll schon schief gehen? Ich meine, naja. Wir werden ja gleich feststellen, wie viel Schaden wir verursachen. Unsere Stats dürften immer noch die alten sein. Das sieht aus, als wäre ein Speed-Upgrade mit drin. Wir kämpfen einfach mal gegen Peep. Auch noch Champion Peep. So wie sich's gehört. Wenn, dann richtig. Sieht aus, als wäre da ein richtig gemütliches Damage Down mit dabei. Natürlich wieder nur eine goldene Truhe. Wen wundert es? Kleiner Hinweis, mich nicht. Natürlich weiterhin nichts von Relevanz. Ja. Diese beschissenen Pieper sind nur im Weg. Piep ist ungefähr halb tot, plus minus. Upp. Dang it. So viel zu einem eventuellen Devil Deal. Ja. Gleich haben wir's. Okay, das war Piep. Noink. Cat O' Nine Tails. Was ist denn heute los, Isaac? Ich verstehe es einfach nicht. Cat O' Nine Tails. Also wenn wir es heute nach Utro oder Womb schaffen, wäre ich schon radikal beeindruckt. Was haben wir hier? Nichts Interessantes. Wir waren dann hier oben noch nicht nach links und nach oben, wenn ich mich nicht täusche. Richtig. Joink. Okay, da war dann auch nichts. Das hier ist schon wieder einer von diesen tollen Räumen. Sollten wir uns darauf konzentrieren, erstmal schnell noch die Feuer zu löschen zwischendurch. Gucken wir mal hier links. Ja, so viel dazu. Und dann würde ich fast sagen, ich gebe es auf für heute. Das macht keinen Sinn, wenn Isaac so fies drauf ist, könnt ihr das voll harzen. Okay, dann hoffe ich, die Episode hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und ich hoffe, wir sehen uns nächstes Mal wieder. In diesem Sinne, wie immer von der Barcade. Bye, Leute.